Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlich danke ich Ihnen, dass Sie heute Abend gekommen sind, miteinander entlang dem Matthäusevangelium eine Reihe Fragen durchzugehen, die sich immer wieder beim Lesen des Evangeliums stellen, selten aber so dicht wie im Kapitel 20 und 21 des ersten Evangeliums. Was ist hoch und was ist niedrig? Was ist groß und was ist klein? Was ist Macht und Ohnmacht im Umgang mit Menschen? Um diese Fragen dreht es sich. Die beginnen mit einem Rangstreit der Jünger, überleiten zu einer Blindenheilung, mit dem Einzug Jesu in Jerusalem als dem Sohn Davids, fast schon ihr Finale zu finden scheinen, während dann die Tempelreinigung das eigentliche Ziel dieser ganzen Kaskade einzelner Ereignisse bildet. Ehe wir miteinander das Matthäusevangelium lesen, hören wir heute Abend von der ersten Symphonie von Gustav Mahler den ersten Satz unterteilt in drei Abschnitten. Der Kopfsatz von Mahlers erster Symphonie schildert anfangs in einem großartigen Klangraum das geheimnisvolle Erwachen der Natur, ehe sich das frische Wanderthema ging heute Morgen übers Feld als Sinnbild des Wandernden herausschält. Vorher war es Bestandteil des vortailien Zyklus Lieder eines fahrenden Gesellen gewesen. Mahlers Auffassung des Begriffs einer anderen Welt ist die sichtbare und hörbare Natur als Symbol für das Andere der anderen Welt, das Unberührte und Zeitlose. Im Hinausgehen, im Alleinsein und im Versinken in diese Naturwelt löst sie die Sehnsucht aus über diese Welt hinaus, das Träumen, das Kommen zu sich selbst, das Versinken in die Wesentlichkeit. Mahler selber schrieb, wenn wir längere Zeit allein sind, so gelangen wir zu einer Einheit mit uns und der Natur, die allerdings eine bequemere Umgebung ist als die gewohnten Menschen. Dann werden wir positiv, statt wie sonst in der Negation stecken zu bleiben, und schließlich produktiv. Dies ist der gewöhnliche Weg. Dieser führt uns von uns. Das Alleinsein zu uns selbst und von uns zu Gott ist nur ein Schritt. Versunken in den Anblick der Natur, in den wundervollen Ausblick von einer Alpenhütte und die tiefe Stille des Ortes, sagte Mahler, die Musik muss immer ein Sehnen enthalten. Ein Sehnen über die Dinge dieser Welt hinaus. Meine lieben Schwestern und Brüder, ein Wallfahrtslied von David. Wäre der Herr nicht für uns gewesen, so möge Israel sprechen. Wäre der Herr nicht für uns gewesen, als Menschen wieder uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, da ihr Zorn wieder uns entbrannt war. Dann hätten die Wasser uns überflutet. Es wäre der Wildbach über uns hingegangen. Über uns hingegangen wären die überwallenden Wasser. Gelobt sei der Herr, der uns nicht dahingab, ihren Zähnen zum Raube. Unsere Seele ist wie ein Vogel, der dem Netze des Vogelstellers entronnen. Das Netz
ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt im Alten Testament eine erstaunliche Lesung, die in gewissem Sinne den Einzug Jesu in Jerusalem auf ganz andere Art vorbereitet und andeutet. Das ist die Geschichte vom Aufstand Jehus gegen das Haus Joram im Nordreich in Israel. Die Geschichte lautet: Der Prophet Elisha rief einen der Prophetenjünger und sprach zu ihm: Gürte dich, nimm die Ölflasche mit dir und geh nach Ramoth in Gilad. Und wenn du hinkommst, so forsche dort nach Jehu, dem Sohne Josaphats, des Sohns Nimsis. Geh hinein, heiße ihn aus dem Kreis seiner Genossen aufstehen und führe ihn ins innerste Gemach. Dann nimm die Ölflasche, gieße sie über sein Haupt aus und sage: So spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Danach öffne die Türe und fliehe unverzüglich. Da ging der Jüngling nach Ramoth in Gilad. Als er hineinkam, saßen die Hauptleute des Heeres gerade beisammen, und er sprach: Ich habe dir etwas zu sagen, Hauptmann. Da fragte Jehu: Wem von uns allen? Er antwortete: Dir, Hauptmann. Da stand er auf und ging ins Haus hinein. Nun goss jener das Öl über sein Haupt und sprach zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich salbe dich zum König über mein Volk. Du sollst das Haus Achabs, deines Herrn, ausrotten. Und so will ich das Blut der Propheten, meiner Knechte, und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Das ganze Haus Achab soll umkommen. Ich will von Achabs Geschlecht alles ausrotten, was männlich ist, Unmündige wie Mündige in Israel, und will es mit dem Hause Achabs machen, wie mit dem Hause Jeroboams, des Sohnes Nebats, und dem Hause Baeschas, des Sohns Achias. Isabel aber sollen die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel, und niemand soll sie begraben. Dann öffnete er die Türe und entfloh. Als nun Jehu zu den Dienern seines Herrn herauskam, sprachen sie zu ihm: Na, wie steht's? Warum ist dieser Verrückte da zu dir gekommen? Er antwortete ihnen: Ihr kennt doch den Mann und sein Gerede. Aber sie sagten: Ausflüchte, sag es uns. Er erwiderte: So und so hat er zu mir gesprochen, nämlich: Also spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Da nahmen sie eilends ein jeglicher sein Gewand und legten es unter seine Füße auf die bloßen Stufen. Dann stießen sie in die Posaune und riefen: Jehu ist König. So zettelte Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohns Nimsis, eine Verschwörung an gegen Joram. Meine lieben Schwestern und Brüder, im 20. Kapitel des Matthäusevangeliums wird die folgende Begebenheit berichtet. Es trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich ihm zu Füßen und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr:
was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken sitzen soll, in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er sagt zu ihnen, meinen Kelch zwar werdet ihr trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zugeteilt, welchen es von meinem Vater bereitet worden ist. Als die 10 das hörten, wurden sie über die zwei Brüder unwillig. Jesus aber rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker sie knechten und die Großen über sie Gewalt üben. Unter euch soll es so nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. Wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und als sie von Jericho wegzogen, folgte ihm viel Volk nach. Und siehe, zwei Blinde, die am Wege saßen, hörten, dass Jesus vorüberging und schrien, Herr, erbarme dich unser, du Sohn Davids. Das Volk aber bedrohte sie, sie sollten schweigen. Sie jedoch schrien noch mehr, Herr, erbarme dich unser, du Sohn Davids. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Und alsbald sahen sie wieder und folgten ihm nach. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie mir zu. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sagen, der Herr bedarf ihrer, dann wird er sie alsbald freigeben. Dies geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet worden ist, welcher spricht, sagt der Tochter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, führten die Eselin und das Füllen herbei und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich auf sie. Die meisten aber unter dem Volk breiteten ihre Kleider auf dem Wege aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die ihm voranging und nachfolgte, rief, Hoschiana, dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hoschiana in den Höhen. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sagte, wer ist das? Die Volksmenge aber sagte, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes und trieb alle, die im Tempel verkauften und kauften, hinaus
und stieß die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Da kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die staunenswerten Taten sahen, die er vollbrachte, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohne Davids, wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Da sprach Jesus zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien. Und dort blieb er die ganze Nacht. Meine lieben Schwestern und Brüder, was ist hoch und was ist niedrig? Was ist groß und was ist klein vor den Menschen und unter den Augen Gottes? Das Matthäusevangelium stellt diese Frage fast mit dem Beigeschmack des Peinlichen. Muss man im Kreise derer, die Jesus umgeben, wirklich noch so fragen? Vorliegen hat der Evangelist den Text aus dem Markus-Evangelium, wo die beiden Zebedäus-Söhne, Johannes und Jakobus selber, Jesus bitten, er möge sie zur Rechten und zur Linken in seinem Reich, an seinem Thron Platz haben lassen. Matthäus findet diese Vorstellung vom Machtwillen sogar der Jünger derart unerträglich, dass er die ganze Passage ändert. Nicht Machtwillen selber, sondern mütterliche Fürsorge und weibliches Missverständnis hat diese Bitte Jesus angetragen. Es war eine Schwäche der Liebe, die eine Mutter hat für ihre Kinder. Viel besser wird die Sache nicht. Und die Jünger, die es miterleben, begreifen, auf wen der Wunsch zurückzuführen ist. Nicht unwillig werden sie Mutter der Zebedäus-Söhne, sondern mit diesen beiden. Aber worum dreht sich das alles? Offenbar geht es doch darum, dass ein Typ von Religion vorstellbar ist, in dem man alles, was sonst uns umgibt und üblich ist, einfach hochrechnet ins Unendliche und bemüht Gott am Ende, es abzusegnen und zu rechtfertigen. Dann ist die Ehe zwischen Thron und Altar, zwischen König oder Kaiser und Papst, zwischen den Menschenregierenden und Gott im Himmel, ganz nah und leicht zu verschaffen. Es gibt diese Vorstellung bereits im alten Ägypten. Der Pharao selbst, wenn er stirbt, wird Platz nehmen zur Rechten des Sonnengottes selber. Er wird wesenseins mit dem Licht, und der Schimmer der Sonne umspielt das Haupt der irdischen Machthaber. Der Goldglanz des Lichtes umflutet sie und schenkt ihnen ihre Majestät. Sie selber sind im Grunde Gottes Söhne auf Erden. Das war der Gedanke des alten Orients.
Wer also dem Messias Israels folgt, sollte dem nicht ein Gleiches beschieden werden? Diejenigen, die dem Osiris folgen, so der altägyptische Glaube, die gehören zu seinem Gefolge und sind dort, wo der Gott und der König selber Ort, Sitz und Wohnung haben. Verstehen mag man dies, vor allem auf dem Hintergrund, den das Matthäusevangelium immer wieder erwähnt, dass man sich auf Jesus nur einlassen könne unter Verzicht und Opfer, unter vielerlei Entsagungen und Lebenseinschränkungen. Kann denn ein Mensch das überhaupt über sich ergehen lassen, ohne dass es sich irgendwie lohnt und belohnt wird? Hat nicht Jesus selber eine Fülle von Gleichnissen erzählt, die dieser Erwartungsmentalität Rechnung tragen? Umso mehr, dass der sozusagen innergemeindliche Protest für Matthäus selber wichtig ist. Die Jünger dulden nicht von sich her, ohne dass Jesus sie weiter zur Rede stellen muss, dass ein solches Denken, wer ist der Größere, wer hat unter uns das Sagen, wer dirigiert und reglementiert wen, irgendeine Chance hätte. So hat das Jesus nicht gemeint. Es ist ein Text, der einmal zeigt, wie die Gruppe derer, die sich Jesus anschließen, selber korrigieren und neu normieren können. Ganz wie Jesus es meinte. Solche Selbstheilungskräfte traut schon das Markus-Evangelium dem Kreis um Jesus zu. Dennoch aber holt Jesus sie alle um sich. Und es gerät in seinem Munde zu einem prinzipiellen Vergleich, wenn Sie so wollen, zu der heftigsten Abrechnung mit allen Machtgebilden der Menschheitsgeschichte, die die Bibel kennt. Was ist das, was wir verehren unter dem Namen Gottes? Ist dies im Grunde nicht immer wieder nur das, was uns beherrschen kann, was uns bis ins Innerste bestimmt, mit Angst und Unterwerfung? Es ist, wie wenn in unseren Köpfen die Logik noch des Wolfrudels stark wäre. Derjenige mit den größten Zähnen, mit der mächtigsten Körperkraft, mit der intensivsten Form der Drohung wird sich durchsetzen gegen alle anderen. Nur ein solcher hat das Recht, sich selber zu verbreiten im Raum des Lebens. Er steht oben an. Er bestimmt. Er wird der Leitwolf. Auch am Ende des 20. Jahrhunderts, wir müssen nur die Zeitungen aufschlagen, ist das, was wir bewundern, was wir mit Beifall überschütten, immer noch im Konterfei dieses Bildes gehalten. Es geht bis dahin, dass wir für Macht ausgeben, was Menschen notfalls töten kann. Die Einschüchterung des Menschen durch den Menschen scheint die Grundlage jeder Regierung zu sein. Ohnmacht und Abhängigkeit der Untertanen und Herrscherwille bei den Großen. Wir haben seit über 40 Jahren gelernt, Demokratie zu wagen. Aber wirklich von innen her als eine Kulturform des Umgangs miteinander gelernt,
haben wir sie noch lange nicht. Viel zu tief lebt in unserem Gefühl diese andere, archaische Logik. Auf jedem Schulhof, wenn zwei Jungen miteinander Streit haben, wird man beobachten, wer am Ende im Klassenverband das Sagen haben wird. Derjenige, der mächtiger zuzuschlagen, geschickter zu kämpfen wusste. Auch im Raum des Geistes ist es nicht viel anders. Immer leben wir in einem Gefälle der Konkurrenz, des Kräftemessens, des Sich-Durchsetzens. Alle menschliche Vereinigung scheint auf diesen Fähigkeiten zu basieren. Wie bringt man eine Gefolgschaft hinter sich? Wie organisiert man den Zusammenhalt von Menschen? Steht es so, wird man immer wieder als erstes die Frage des einen an den anderen vernehmen: Was kann ich mit dir machen? Wozu kann ich dich verwenden? Für welche Zwecke bist du dienstbar? Wie lässt sich dein Dabeisein, dein Mitläufertum funktionalisieren, kanalisieren, effektiver gestalten? Macht bedeutet, Menschen zusammenzufügen und ihnen wie einer Serie von Nullen die entscheidende Ziffer voranzuschreiben. Da gelten Menschen gerade so viel, wie sie an Stärke der eigenen Partei, dem eigenen Anliegen, dem Ensemble des Gruppeninteresses hinzufügen können. Jede Gruppierung, jeder Staat, vielleicht auch jede verwaltete Religionsform tut so. Und schneidend fügt Jesus hinzu: Ihr wisst, dass die Herrscher der Völker, wie wenn sie Gott nicht kennen, der Heiden, heißt das im Sprachgebrauch eines Juden, herunterwillküren auf ihre Untergebenen. Und sie lassen sich noch groß dafür nennen. Unter euch soll das so nicht sein. Man muss das sehr leise sprechen, weil man es anders kaum versteht. Was sie hier hören, ist eine sehr feine, vorsichtige, sanfte und stille Revolution. Die größte, die es je gegeben hat. Da wird nicht gekämpft, sondern etwas beiseite gestellt. Wie ein aus der Mode gekommenes Kleid ohne Trauer, ohne es noch zu vermissen. Alles beruht auf der Entdeckung von etwas Neuem, Schönerem, Besserem, Menschlicherem. Vielleicht hat das alte Denken in unserem Jahrhundert niemand besser porträtiert als Heinrich Mann in seinem Roman Der Untertan. Da schildert er in Dietrich Hässling einen Menschen, der als Junge verschüchtert, scheu, ängstlich, fast von mimosenhafter Sensibilität war. Er aber hat sehr bald begriffen, dass es ein Zaubermittel gibt, sich zu panzern, gegen jeden Schrecken der Macht, das ist, mit ihr auf magische Weise zu verschmelzen und es für einen Vorzug zu erachten, von der Macht auch nur getreten zu werden. Denn wenn man selbst die Macht verkörpert, ihn netzig, wird man eines Tages im Namen dieser tretenden Macht auch selber treten dürfen und selber ein Großer sein. Was ihre Majestät denkt, wie ihre Majestät den Schnurrbart zirpelt, was ihre Majestät gesagt haben könnte zu sagen, wird das Interesse von Dietrich Hässling. Und wer wird schon wagen, gegen seine Majestät zu argumentieren? Jedoch er, das Diderle, selber verkörpert.
bei den Versammlungen, bei der Neutrotonia, bei jedem Saufabend. Er ist die Autorität, denn er weiß, was sie denkt und gesagt hat und welch ein Zitat an dieser Stelle passend ist. Da gilt es, Deutschland praktisch zu machen oder auch schrecklich. Da gilt es, fortschrittlich zu sein, indem man skrupellos wird und alte Tugenden über Bord wirft. Da gilt es, fortschrittlich im Sinne des Unternehmertums zu sein und die Massen zu verwalten im Gleichschritt. Schon bereitet sich der Erste Weltkrieg vor. Und wer genau hinhört, vernimmt schon die Stiefelschritte des Zweiten Weltkriegs. Und wer noch genauer hört, der weiß, dass wir es immer noch nicht hinter uns haben. Diese Hässlings. In Staat nicht und in Kirche nicht. Ihr Denken ist eine einzige Berufung auf die gerade herrschende Autorität. Der Bischof sagt, der Papst sagt, der Bundeskanzler sagt, der Vorgesetzte sagt, das genügt. Und jetzt sage noch einer etwas dagegen. Das ist unmöglich. Also hat derjenige, der als erster den Titel der Autorität im Munde führt, das Sagen. Ist eine duckmäuserische, kleingeistige Autoritätshörigkeit, die sich aufwirft, selbst die Autorität zu sein. Und aus diesem Teufelskreis gibt es schwerlich einen drinnen. Wohin sie schauen, scheint es so zu sein und nicht anders. Und wie erstrebsam also Macht zu gewinnen. Gibt es überhaupt ein Gegenmodell? Doch gibt es. Es ist genauso alt. Das ist das Leid der Menschen. All die Großen haben nie Mitleid gehabt. Worin sind sie denn groß? Schlagen sie irgendein gottverdammtes Geschichtsbuch auf. Cäsar war groß. Und wie wurde er groß? Indem er nach Rom marschierte. Jedes Schulkind lernt das. Und wie marschierte er nach Rom? Indem er schnell 1,5 Millionen Gallier schlachtete. Darin war er groß. Das war es ihm wert, im Triumvirat der Erste zu werden. 250 Jahre vor ihm war groß Alexander. Worin bestand seine Größe, dass er den Erdball aufrollte wie ein Teppich? Völker um Völker hinzumorden, das ist groß. Und so geht das weiter über Karl den Großen. In Paderborn haben wir Grund, seiner zu gedenken, bis hin zu Friedrich dem Großen. Quer durch die Geschichte sind sie alle stiefelbreit im Blut von Menschen gewartet. Dass sie nicht groß sind, dass sie schäbig sind, weiß jeder, der unter ihnen leidet. Aber diese haben keine Stimme. Sie organisieren sich nicht. Sie sind zersplittert, immer. Manche Theoretiker der Synergetik meinen, dass gegen eine Revolution schon deshalb so schwer anzukommen ist, weil sie jeden Zusammenschluss der Untergebenen früh genug kontrollieren und zersplittern kann. Sonst wäre sie keine wirklich wirksame Diktatur. Es gibt immer wieder Aufstände, Unruhe, Unzufriedenheiten, aber nie in organisierter Form. Die Macht der Machthaber gründet in der Vereinzelung der Ohnmächtigen. Wie aber man ließe sie zu Wort kommen, das ist der Gedanke Jesu. Wie wenn wir sammeln würden, all die Menschen, die sonst keine Chance hätten. Das ist sein Programm. Wenn er sagt, unter euch soll das so nicht sein. Unter euch soll als erster derjenige gelten, der sich dienstbar macht für die anderen. Man kann das sehr demütigend, sehr moralisierend, sehr niederdrückend verstehen. Aber so ist es nicht gemeint. Es ist einfach, dass das simple Gefühl des Mitleids, des Verständnisses, der Resonanz beim anderen, das auch zu tun, was im Herzen eines Menschen vor sich geht,
Die Frage ist dann nicht mehr, was kann man mit dem anderen machen, sondern was lässt sich für den anderen machen? Was kann geschehen, damit ihm Hilfe sei? Das ist das Einzige, was zählt. Nur darauf, meint Jesus, ruht etwas von menschlicher Größe. Das andere ist fratzenhaft, geckenhaft, eitel, was man will, auf keinen Fall menschlich. Aber fragen Sie ganz simpel, was braucht der andere? Was geht ihm vor sich? Wie komme ich ihm so nahe, dass es ihm nicht wehtut? Dann erhebt es sich, wächst auf im anderen und den Menschen, der das vermag zu bewirken, den mag man groß nennen. Es gehört dem Vorfeld zweierlei dazu. Das eine fragt Jesus den beiden Zebedäus-Söhnen ab. Könnt ihr aus dem Becher trinken, den ich trinken werde? Sie sagen ohne zu zögern, ja. Und meinen damit, wir lassen uns durch Widerstände, durch Leid nicht beeindrucken. Wir sind selbstständig genug, Gegnerschaft aufzufangen. Wenn Sie so wollen, dreht es sich dabei um eine Art von Selbstständigkeit und Festigkeit in der eigenen Person. Sie ist eine wichtige Voraussetzung. Man kann dem anderen nicht helfen, wenn man ihn selber braucht, zur Problemlösung eigener Schwierigkeiten. Sobald ein Patient merkt, dass sein Arzt die Patienten nötig hat, damit sie ihm in Vielzahl aus einer wirtschaftlichen Klemme helfen, werden sie sich nicht gut behandelt fühlen. Sobald bei einem Therapeuten jemand merkt, dass der andere in Wahrheit seinen Klienten benutzt, für sich selbst, für sein Image, für die Stabilisierung seiner Persönlichkeit, wird es aus den Fugen gehen, was da geschieht. Ein Bewusstsein der eigenen Möglichkeiten und ein Ja zu den eigenen Fähigkeiten, das ist die Voraussetzung. Ein anderes aber und noch viel mehr gehört dazu. Dass das Entscheidende von dem, was wir tun, bei Gott alleine steht. Was wir wert sind, sollte uns nicht interessieren. Wir sollten einfach auf den anderen zugehen, schauen, was er benötigt und es ihm geben. Was dann wird, entscheidet sich bei Gott. Ob es viel wert ist oder wenig, wird sich zeigen. Das ist nicht die Frage. In unserem Leben verfolgt uns oft genug dieses Projekt, etwas Bedeutendes tun zu müssen, und sei es etwas Bedeutendes in Sachen Nächstenliebe oder Frömmigkeit oder Tugend. Es geht darum nicht. Es geht um eine merkwürdige Mischung aus Wahrhaftigkeit und Identität und um Vertrauen und Freiheit, die sich wegschenkt an den anderen und an Gott. Da wird in dieser Geschichte eine Art Beispiel geboten. So versteht es Matthäus, indem er seiner Vorlage, dem Markus-Evangelium folgend, die Geschichte von der Heilung zweier Blinder erzählt. Dort, wo Markus noch berichtete von dem blinden Bartimaios am Stadteingang von Jericho, setzt Matthäus zwei Blinde und lässt sie immer wieder ihr Bekenntnis sprechen. Du Sohn Davids, du Sohn Davids, hab mit uns Erbarmen. Bei Markus wird Jesus dem blinden Bartimaios sagen, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich geheilt. Matthäus wird sagen, Jesus hatte Erbarmen und legte ihm die Hände auf.
Deutlicher kann er eigentlich nicht sagen, dass er die Wunderheilung, die ihm aus der Tradition überkommen ist, in ein Beispiel für das verwandelt sehen möchte, was menschliche Größe ist. Sie besteht in nichts anderem als in tätiger Barmherzigkeit. Und jetzt haben Sie den ganzen Matthäus in ein paar Bibelversen beieinander. Die Anrede dreifach, Sohn Davids, Sohn Davids, hab Erbarmen. Und was ist der Sohn Davids? Der Formel nach der König Israels, die majestätische Gestalt, die aus dem alten Ägypten kommend daherschreiten müsste in Hoheit, Würde und Größe. Was davon bleibt, ganz im Sinn der Auslegung Jesu selber eben noch, ist einzig sein Erbarmen. Hören Sie, Macht über Menschen, das ist kein Ziel. Drum wird sie derjenige einzig haben, der den Menschen gut tut. Zu ihm werden sie kommen. Gleich hier in der Einleitung, viel Volk drängt sich um ihn. Da ist keine Propaganda nötig. Da wird nichts versucht, über die Menschen heraus oder durch die Menschen zu erreichen. Da werden nicht Pressure Groups gebildet, sozusagen als Rambock gegen etwas Drittes. Einzig geht es um die Menschen selber. Es ist das Ende, wenn Sie so wollen, des politischen Prinzips, mit Menschen umzugehen. Es ist der Anfang einer offenen, barmherzigen Humanität. Nirgendwo wird im Neuen Testament bei Matthäus Jesus so offen verherrlicht, als Sohn Davids, als Inbegriff von Herrscherfülle und Macht. Und im Kontrast versammelt sich in ihm alles Erbarmen, das sich legt wie eine Hand über die Augen von Blinden. Muss man dann noch sagen, um welche Art von Blindheit es dabei, Matthäus, geht? Geheilt werden sollen die Menschen allesamt, dass sich endlich ihre Augen öffnen. Wie geblendet im Sinne des Matthäus scheint die gesamte Menschheit immer noch vom Glanz derer, die auf den Thronen sitzen. Immer noch schaut sie nach oben statt nach unten. Immer noch richtet sie die Perspektive ein in die falsche Richtung. Es könnte so viel einfacher, großzügiger, wahrhaftiger, gütiger, buchstäblich heller im menschlichen Herzen sich ausbreiten, wenn dies die Wahrheit würde. Die Leute in aller Regel sind diesem Bemühen nicht gerade günstig. Sie von außen wissen zunächst, wie man mit Mächtigen umgeht, indem sie den beiden Blinden erklären, lass ihn, den Herrn, den König, in Ruhe. Belästige nicht die Großen und Starken. Sie verfügen darüber, wie nach dem Protokoll man sich einzustellen hat, auf den Herrscher, wenn er kommt. Es ist, dass Jesus die Blinden fragt, was soll ich euch tun? Ich glaube, das ganze Geheimnis eines wohltuenden Umgangs mit anderen Menschen ist einfach dies, den anderen zu fragen, was er benötigt. Man selber weiß es nicht für ihn. Und viel ist gewonnen, wenn er den Mut gewinnt und die Fähigkeit, es auszusprechen, ja überhaupt selbst zu bemerken. Denken möchte man, es wäre so offensichtlich, was die Blinden brauchen. Aber sie müssen es sagen, gegen all die Dreinrede der anderen. Habe Erbarmen und öffne uns die Augen. Im Sinn des Matthäus müsste man ergänzen, für das, was wirkliche Größe ist. Für die Art, wie Menschen schön sein können.
voreinander. Dann beginnt die Probe aufs Exempel, der Einzug in Jerusalem. Er wird weit über das Markus-Evangelium hinaus, fast kontrapunktisch gesetzt, als ein erfülltes Zitat aus dem Propheten Zacharia. Wir haben eben noch gehört aus den Königsbüchern des alten Israels, wie die Leute vor dem Hauptmann Jehu ihre Kleider breiten, dass er aufsteht gegen den israelitischen König Joram. Da wird Revolution geübt. Da wird Blut vergossen. Da wird gewalttätig abgerechnet. Und einzig scheinen immer wieder so die Fortschritte der menschlichen Geschichte hervorgepresst zu werden durch ein Übermaß an Leid. Umstürze scheinen wie angeklebt an das Blutvergießen Unschuldiger oder Schuldiger. Immer wieder scheint nur stark zu sein, was den Gang der Geschichte beschleunigt, im Staccato des Kanonendonners von Austerlitz oder von Stalingrad. Immer wieder scheint man zur Begradigung der menschlichen Fehler durch ein Unmaß an Gewalt marschieren zu müssen. An dieser Stelle breiten die Menschen ihre Kleider aus vor einem Fürsten des Friedens. Und die Menge singt, anders noch als bei Markus, nicht nur gelobt sei das Reich unseres Gottes, sondern gelobt, der da kommt, im Namen des Herrn. Das ganze Reich Gottes im Sinn des Matthäus ist die Person des Jesus von Nazareth. Sie könnten noch viel deutlicher sagen, ein einziger Mensch, der das Erbarmen übt, ist das ganze Reich Gottes. Die einzige Ahnung des Königtums, das Gott über uns und in uns und mit uns aufrichten wollte. Das verdient, in Freuden empfangen zu werden. Davor verneigt man sich. Das ist die ganze Prophetie des alten Israels. Da wird nicht in Macht einhergeschritten. Dies ist ein Triumphzug in der heiligen Stadt. Und er ist überaus gefährlich. Die Leute setzen die ganze Stadt wie eine Schockwelle in Bewegung, dass die Frage nicht aufhört, wer ist dieser? Und man wird sagen, es ist der Prophet aus Nazareth. Scheinbar bis dahin ein Namenloser. Er aber steht an der Stelle all derer, die unterdrückt waren und leidend gemacht unter den hohen Priestern und Schriftgelehrten, in Anführungsstrichen, aus Jerusalem. All diejenigen, die im Namen Gottes wussten, was da richtig ist, und legten immer wieder Opfer den Menschen auf, statt das Einfache zu tun, die Barmherzigkeit, grenzten aus und vertrieben. Jetzt ist die Entscheidung da. Öffnet Jerusalem sich, öffnet unser Herz sich diesem Anliegen oder versteinert es für immer. Wenn wir die folgende Geschichte im Neuen Testament nicht so fänden, wie sie überliefert wurde, kämen wir vermutlich nicht darauf, sie zu erfinden. Dennoch, wenn wir sie lesen, fügt sie sich in all das, was wir inzwischen von der Art des Auftretens Jesu wissen. Es geht um eine Abrechnung mitten im Tempel Gottes, wie Matthäus hinzufügt, als wenn es andere Tempel noch gäbe. Er setzt sozusagen den Besitzer dieses Heiligtumsart in der heiligen Stadt noch einmal hinzu und fragt, was ist Religion?
Wie verehrt man Gott? Das ist die Frage des Tempels. An jeder Stätte brauchen die Menschen gewisse Orte, an denen sie unantastbar sind. Diese Stellen sind Heiligtümer, sind Eigentumsräume des Göttlichen, sind wirkliche Tempel. Nichts aber wäre, eben weil die Menschen solche Stätten so notwendig brauchen, derart verderblich, als dass man selbst die Religion verbiegen würde, auf diese zwei ewigen Widersacher ihrer selbst, auf Geld und auf Macht. Die Verwechslung Gottes mit der Herrschaft über Menschen haben wir bereits hinter uns. Es gibt die noch infamere, noch subtilere Art, sich Gott anzueignen, mitten im Heiligtum. Das ist der Schacher, den man machen kann in heiligen Dingen. In den Tagen Jesu lag es auf der Hand. In einem Land, das von den Römern besetzt wird, darf man Geld nur mitnehmen in einer Münzprägung, die das Angesicht Gottes nicht beleidigt. Also muss alles römische Geld am Tempeleingang umgetauscht werden in jüdisches, sozusagen koscheres Geld. Also braucht man Geldwechsler an heiliger Stätte, um den Heiligen selber würdig zu ehren. Jede Gewinngier im Namen Gottes dient der noch besseren Heiligung Gottes. Das ist klar. Man kann den Menschen Gott nur glaubhaft machen zum Zwecke des Geldverdienens, indem man zeigt, dass auf diese praktische Art Gott noch besser, richtiger, reiner, würdiger, heiliger verehrt wird. Es ist bitter zu sagen, dass vor über 450 Jahren die heftigste Spaltung in der Christenheit des Abendlandes einzig sich entzündete an dem Schacher, den man treiben zu können glaubte, im Namen Gottes, mit der Angst der Menschen. Wie man ihnen Geld abpresst, das war der Stein des Anstoßes. Ein Prinzip der Entfremdung, immer wieder. Die Menschen haben ein sehr, sehr deutliches Gespür, wofür eine Religionsgemeinschaft sich wirklich interessiert. Ob für ihre Anliegen, ihre Nöte, ihre wahren Probleme oder ob sie interessant sind als zahlende Mitglieder, ob sie Bedeutung haben durch ihren Geldbeutel, ob die Messfühler einer Religion Macht und Geld sind oder Barmherzigkeit und Hören. Dazwischen entscheidet sich Verrat und Gehorsam, Übereinstimmung und Abweichung, das Reich Gottes oder sein Widerspiel. Es kommt hinzu, dass man das Geld den Leuten am Tempel abnimmt, indem man ihnen die Opfertiere verkauft, den armen Leuten vor allem die Tauben. Auch das ist eine Art, Gott zu vermitteln, die Jesus zutiefst zuwider ist. Sie hängt aber an dem Geld- und Machtprinzip zu innerst. Solange man einen Gott predigt, dem die Menschen opfern müssen, wird man ihnen irgendetwas aus der Seele oder aus der Tasche ziehen. Denn dann besteht der beste Gottesdienst darin, dass man für Gott etwas tun muss, das einem selber Einbuße an eigenen Interessen auferlegt. Ein Opfer muss wehtun, muss einschneiden in die eigenen lebendigen Wünsche. Und das Beste, was man tun kann, man opfert in einer Geldgesellschaft Geld zum Zwecke Gottes, der unsichtbar ist, in die Hände der Priester, der hohen Priester, die sehr sichtbar sind. Und also dreht sich die Mühle der Entleerung, der Nichtigkeit, der Aushöhlung des Religiösen. Jesus ist es so leid,
dass er das Programm der Reinigung des Religiösen an heiliger Stätte in einen Eklat überführt. Er treibt die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel hinaus. So heftig geschieht dies, dass es kein Pardon duldet. Ein Entweder-Oder, wie wir es im Leben des Mannes aus Nazareth Stelle um Stelle sehen. Da ist kein Kompromiss, da wird nicht verhandelt, nicht diskutiert, da wird gehandelt. Was eben noch Sanftmut, wird jetzt zum Orkan. Was eben noch sich lagerte, wie ein warmes, mildes Hochdruckgebiet über dem Land, wird jetzt zum Gewitter und Wolkendreuen. Dostojewski hat vollkommen recht, als er den Fürsten Myschkin in seinem Roman Der Idiot einmal sagen lässt, die Sanftmut ist eine furchtbare Gewalt. Sie duldet nicht, dass man Menschen einschüchtert, abhängig macht, erniedrigt und ausbeutet. Und jetzt hören Sie Matthäus. Bis dahin folgt er wieder mal der Vorlage des Markus. Aber kaum hat Jesus die Händler und Wechsler aus dem Tempel geworfen, erfindet er seine eigene Szene, um positiv zu sagen, was das bedeutet. Da kommen, spricht er, Blinde und Lahme in den Tempel und Jesus heilt sie. Das ist Gottesdienst, meint Matthäus. Das ist, was Gott will, wenn es um ihn selber geht. Verehrung Gottes ist einzig dies, wie man Menschen, die müde sind in ihrer Verzweiflung bis zur Gelähmtheit, die Seelen umnachtet sind bis zur Erblindung, aufrichtet und befähigt, selber zu gehen und ihnen wieder Hoffnung gibt, eine Perspektive zu gewinnen für ihr eigenes Leben. Wo irgend das geschieht, durch Barmherzigkeit und Hören, wird Gott würdig verehrt. Dort ist sein Heiligtum. Wir brauchen dafür keinen Tempel mehr, kein äußeres Gebäude mehr. Diese Art von menschlicher Begegnung, das ist die ganze Nähe Gottes. Keine Tiere werden da geschlachtet, sondern alle Zärtlichkeit und Güte umhüllt die Menschen in ihrer Nähe. Wie sehr das alles, was bis dahin war, nicht nur die Throne der Regierenden, sondern zugleich die Residenzen der Kirchenfürsten in Frage stellt, fügt Matthäus gleich hinzu. Als da die hohen Priester und Schriftgelehrten die wunderbaren Taten Jesu sahen, fragten sie: Wie tust du das? Und noch einmal erfindet Matthäus dabei, die Kinder seien gekommen in den Tempel, wenn sie so wollen, die Unverdorbenen, die einfach Fühlenden, denen man das Denken und Gemüt noch nicht wegerzogen und umgeprägt hat. Sie jubeln Jesus zu. Die Gruppe der Kleinen, die Matthäus in seiner Gemeinde immer wieder erwähnt. Das, was Jesus meinte, könnte jedes Kind verstehen. Und wir Erwachsenen täten uns nur so unsäglich schwer daran, weil wir den Rückweg zu dem, was wir eigentlich sein sollten und alle einmal waren, mit so viel Angst, mit so viel hässlingscher Wut auf uns selber abgestreift und förmlich wie auf der Flucht vor uns selbst abgeschworen haben. Die Blinden, die Lahmen und die Kinder, das sind die Zeugen des Sohnes Davids im Tempel. Und habt ihr es nicht gelesen? Psalm 8, fragt Jesus sie im Sinn des Matthäus, wie groß der Mensch ist,
und wie Gott sich aus dem Mund der Unmündigen sein Lob bereitet. Aber weg geht er aus dem äußeren Heiligtum, an einen geheimen, privaten Ort in Bethanien. Und die Nacht, die das dauert, wird lang sein, bis zum anderen Morgen. Wir aber sollten miteinander sprechen, die Worte des Psalms 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Besingen will ich deine Hoheit über dem Himmel mit dem Mund der Unmündigen und Säuglinge. Eine Feste hast du dir gegründet, um deiner Widersacher willen, dass du zum Schweigen bringest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich schaue deine Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du seiner dich annimmst? Du machtest ihn wenig geringer nur als die Gottwesen selbst. Du kröntest mit Ehre und Hoheit ihn. Du setztest ihn zum Herrscher über das Werk deiner Hände und hast ihm alles unter die Füße gelegt, Schafe und Rinder zumal, auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, was da die Pfade der Fluten durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Es gibt einen kleinen, schönen Text von Rabindranath Tagore. Was soll ich dir schenken, den ich vorlesen möchte zum Abschluss? Es ist die Frage, wie man einander gut sein kann. Und die Antwort wird sein, indem man ein Fenster öffnet ins Unendliche. O Liebling, welche Gabe soll ich dir schenken, so früh am Tag? Einen Morgengesang. In der Sonne heißem Gang welkt wie eine Blume der Morgen. Und erschöpfte Lieder schweigen wieder. O Freund, was willst du an meiner Tür so spät am Tage? Was soll ich dir bringen? Ein Abendlicht? Die Lampe, die heimlich im Winkel des stillen Hauses brennt? Damit willst du unter die Menge gehen? Ach, lass sein, der Wind löscht den Schein. Was in meiner Macht ist zu geben, seien es Blumen oder Ketten aus Gold, warum willst du ihren schweren Genuss annehmen, wenn einmal später alles dürr und fahl werden muss? Was ich in deine Hände lege, rollt von deinen Fingern sorglos in den Staub, wo es liegen bleibt, vergessen und zuletzt zu Staub zerfällt. Lass dich lieber in Mußestunden, wenn du sinnend durch meinen Frühlingsgarten gehst, von einem unbekannten heimlichen Duft entzücken. Und verwundert hältst du ein, dies Geschenk, das dich vom Weg gebracht, das sei dein. Und während du unter Bäumen wanderst, überrascht dich plötzlich die Schau, wie vom dunklen Haar des Abends zitternd
gleitet ein roter Schein und deine Träume verwandelt zu hellwachem Glück. Dies Licht, die unerklärliche Gabe, die ist doch dein. Meine größten Schätze, die sind nur Glanz und Flitter. Einmal erschienen, schwinden sie im Nu. Unerkannt blenden sie hastig den Pilger und eilen mit klingenden Füßen davon. Wohin sie eilen, ich weiß es nicht. Dort reicht keine Hand hin, kein Wort. Aber Freund, was du von dort empfängst, frei, unbegehrt und unerkannt, diese Gabe allein ist doch dein. Gering ist, was ich dir geben kann, eine Blume, vielleicht, vielleicht einen Gesang. Dass die Blinden die Blumen sehen und die Lahmen einer Melodie folgen. Das ist das ganze Wunder, das wir zu schenken haben, im Namen des Menschensohnes, der zu sein, jeder für sich bestimmt ist, vor Gott, in der Kraft des Gottessohnes, den wir nennen den Propheten aus Nazareth. Wir hören zum Abschluss ein Stück noch einmal aus dem ersten Satz der ersten Symphonie von Gustav Mahler. Meine lieben Schwestern und Brüder, eine Reihe von praktischen Dingen müssen wir noch erörtern. Zum einen, am kommenden Samstag feiern wir Pfingsten. Ganz herzlich sind Sie alle dazu eingeladen. Wir möchten das in etwa so tun, wie wir es am Osterabend bereits getan haben. Das heißt, bringen Sie nach Möglichkeit kleine Becher mit, die nützlich sind, um Wein zu trinken und auch ein bisschen Zeit vielleicht, um hinterher miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten, Lieder, Texte vorzubereiten. Ich sehe, dass aufgrund mangelnder Koordination es vorkommen kann, dass die einen etwas planen, was die anderen auch schon geplant haben, nur anders. Es ist keinerlei Konkurrenz, es geht nicht um hoch, um niedrig. Alles ist möglich, nur zu seiner Zeit, ob das in dieser oder anderer Reihenfolge ist. Bitte fühle niemand sich verdrängt oder übergangen. Das ist im Moment mein Fehler, nicht ein straffes Programm durchzugeben, aber es ist auch nicht gerade meine Stärke, das zu tun. Ich hoffe immer, dass von innen her sich das organisiert und das wird es auch tun. Ein weiteres, ich habe heute Morgen nicht richtig angesagt, die Vorlesung am kommenden Samstag macht keinen Sinn, die meisten sind in Ferien, ganz sicher als Studenten. Die nächste Vorlesung in 14 Tagen, bitte sagen Sie das weiter. Also Samstag nach Pfingsten geht es weiter mit Giordano Bruno, da wo wir gehalten haben. Die heute Morgen da waren, können Sie ja weiter sagen. Zum anderen, wir haben letzten Samstag gesammelt für russische Kinder, die eingeladen wurden, nicht zuletzt als Opfer von Tschernobyl. Günter Bitterberg hat das gesammelt und hat uns etwas ganz Schönes darüber mitzuteilen. Ja, Sie sind unserer Einladung sehr großzügig gefolgt und wir konnten im Laufe dieser Woche einen Betrag von 2.485 Mark ausgeben für 20 Kinder, denen wir Turnschuhe, wie ich es gesagt habe, und Anoraks gekauft haben. Und wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich war heute in Münster bei einem Koordinationstreffen von Gruppen,
hier in Nordrhein-Westfalen die Kinder aus Tschernobyl einladen. Ich kann Ihnen sagen, in diesem Sommer werden circa 600 Kinder aus Weißrussland nach Nordrhein-Westfalen allein kommen. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass mich und meine Freunde Ihr Beispiel und die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ermutigen, diese Arbeit fortzusetzen. Und wir müssen sie sehr langfristig anlegen. Da ist nicht damit gedient, einmal mal Kinder zu einem netten Aufenthalt einzuladen. Dies ist eine sehr langfristige Sache, die wir auch für uns tun müssen. Ich möchte jeden von Ihnen am liebsten die Hand drücken. Das kann ich jetzt nicht, aber ich darf es stellvertretend für Sie, Frau Eugen Drewermann, tun. Ich darf dabei sagen, wir sind kein Sammelverein, werden das auch nicht werden. Aber es gibt immer wieder Leute, die aus Betroffenheit am Ort sehen, dass hier und da etwas geschehen müsste. Projekte, auf die im öffentlichen Rahmen kein Augenmerk gelenkt wird, weil da andere Aufgaben vorrangig sind, was auch der Fall sein mag. Für solche Anliegen gerade haben wir in aller Regel eine ganz gute Chance, etwas zu tun. Und wenn Sie Leute kennen, die da in der Patsche sitzen, mit viel Idealismus womöglich, der verdient, mitgetragen zu werden, dann sollten wir solche Dinge wie jetzt die Kinder von Tschernobyl natürlich weiter hier unterstützen. Also seien Sie herzlich eingeladen, so weiterzumachen. Ich wünsche von ganzem Herzen Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende, ein ganz schönen Anfang der kommenden Woche. Bis zum nächsten Samstag.